Hallo meine lieben Leute und willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu einem neuen Let's Bau Redstone City. Jupp, heute habe ich mir auch eine Stoppuhr aufgestellt, damit ich auch weiß, wie lange ich aufnehme. Es ist jetzt natürlich ein bisschen versetzt, okay, ja, aber ansonsten, ja, sollte es eigentlich in Ordnung sein. Und ihr seht, boah, hier hat sich echt viel getan. Hier ist das erste Wohnungshaus, hier das Rathaus ist gewachsen, es gibt hier so ein Schild. Hier wollen wir in heutigem Part ein Schwimmbad bauen. Und es gibt die erste U-Bahn-Station. Die ist natürlich noch nicht existent. Die sieht bisher so aus. Ist auch noch im Bau. So. Denn natürlich muss es in dieser Stadt auch eine U-Bahn geben. So. Und der Turm hat natürlich auch einen Namen. Nämlich der RCTH Tower. Was bedeutet denn bitte RCTH? Redstone City Town Hall Tower. Genau. Das, so heißt der Turm. Achso, nee, okay. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum diese Lampe dann nicht leuchtet. Aber alles hat seine Richtigkeit. So, und ihr seht hier RC, TH und Tower. Also die T. Hier steht dann nochmal Redstone. Hier dann nochmal City. Und da dann nochmal Town Hall. Denn das hier soll das Rathaus der Stadt sein. Auch wenn es ein ziemlich großes Rathaus ist. Ja, so. Hier bei der U-Bahn und bei dem Gebäude, da gibt es noch nicht so viel zu sehen. Wir gucken uns hier jetzt mal an. Denn wir gucken uns heute die fertige Lobby. Und ja, denn das sieht doch mal komplett anders aus als im letzten Part. Hier sind solche Brücken da auch, da ist irgendwas, diese Treppe war immer noch da, hier ist irgendwas, das hier ist auch alles gleich, hier ist eine Kinderspielecke, hier ist der Computerraum, den haben wir letztes Mal auch schon gebaut, hier kann man das Licht in den Fluren, ich habe keine Ahnung, was die Mehrzahl davon ist, aber ich denke mal Flüre, falls das natürlich falsch ist, schreibt mir das in die Kommentare, ne? Und das hier sollte euch eigentlich bekannt vorkommen, oder? Jupp, das sollte es. Das Einzige, was ich gemacht habe bei der Cafeteria, ist es, dass ich die Halbstufen durch Glasscheiben ersetzt habe. Dadurch kann man zwar hier hochkommen, aber es sieht halt besser aus als komplett ohne sie. So, warum habe ich so Nachtsicht? Ja. Hier ist ein kleines Mini-Labyrinth für Kinder. Auch gut, so. Wenn man hier reinkommt, kommt man nicht mehr raus. Nee, es ist natürlich absichtlich so. Hier kann man dann hier seinen Spaß im Labyrinth haben, um den Ausgang hier zu finden. Ach, nee. Der ist in diesem Fall hier. So. So. Und das wär's dann zur ersten. Hier ist noch ein Restaurant. Ja. Ja. Jetzt gehen wir mal nach oben. Denn dort gibt es natürlich noch mehr zu zeigen. Insbesondere diese Brücken. Die müssen natürlich auch noch irgendwie designt werden, weil die sehen jetzt irgendwie so karg aus. Auf jeden Fall könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie es am besten aussehen würde. Und es gibt einen Blumenladen. Ja. Hier natürlich auch mit Preisschild. Blumen, einmal Eisen. Ups. Und fünfmal einmal Gold. So. Hier kann man dann rein. Ja, so. Hier ist eigentlich der Knopf, um reinzukommen. Den habe ich jetzt auf der anderen Seite komischerweise nicht gemacht.
Das kann ich ja jetzt mal eben nachholen. Und ansonsten ist es natürlich echt doof, wenn man da nicht reinkommt. So, nehmen wir mal einen Knopf und packen ihn dahin. So. Und nun verlassen wir das Ganze mal. So, hier ist noch was. Hier ist ein Spielzeugladen. Yep. Da gibt es diesen Drachenkopf. Und dieser Knopf ist einfach nur hier, damit sich der Mund so ein bisschen bewegt. Einfach nur zum Zeigen, dass das möglich ist. Ein Creeper-Kopf, ein Kopf. Ein Notenblock, der auf einem Holzblock steht. Ein Wither-Kopf. Ein Wither-Skelettenkopf. Ein Zombie-Kopf. Ein Skelettkopf. Ein Endstab. Ein Spawner. Ein Portal-Dingster-Bumster da. Und eine Melone. Und natürlich ein Kuchen. Und hier habe ich auch den Knopf auf dieser Seite vergessen. Und hier sind dann noch ein paar Kisten. Und ein PC natürlich hier, ne? Hier kann man dann recherchieren und kaufen, ne? So. Das gibt's auf der anderen Seite beim Blumenladen auch. Und das hätte ich gerade komplett übersehen, wenn ich jetzt hier nicht vorbeigelaufen wäre. Es gibt WCs. So, dann gehen wir mal eben hier rein. Nee, okay, dann gehen wir hier lieber nicht rein. Aber das ist auf jeden Fall gleich, nur halt, dass es dort nicht das hier gibt. Nämlich das Pissoir. So. Hier kann man sich dann einschließen, damit bloß niemand reinkommt. Hier spülen. Hier auch spülen. Licht an- und ausschalten. Lassen wir mal lieber an. Auch wenn hier keine Zombies spawnen können. Also hier ein Wäscheaufhänger. Hier kann man seine Hände waschen. Und hier kann man sich dann an der Papierrolle dann. Man könnte auch hier Wolle nehmen, aber ich finde Quarz sieht einfach viel besser aus. So. Natürlich funktioniert hier alles das Gleiche. So. Ganz vorsichtig hier rein. Okay, gut. Ach, egal. Oh. Ich glaube, ich habe beim Männer-WC den Klodeckel vergessen. Das kann jetzt gerade wirklich sein. Ich nehme mal eben den Klodeckel. Jop, der ist hier nicht dran. So, dann packen wir ihn da dran. Dann haben wir das auch geklärt. So, hier kann man sich auch so einschließen. So, hier ist dann noch Toilettenpapier. Hier ist das Papier. Ein Wickeltisch. Und natürlich kein Pissoir. Das gibt es natürlich für die Damen nicht. So. Oh ja. Tolle Videos sind hochgekommen. Von Spark. Schön. Und natürlich hier das Treppenhaus ist immer noch das alte. Und dieser Notfallschacht, der ist immer noch da. Hier kann man dann immer noch runterspringen. Ups, ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwo eine Dings da platziert. Oder? Ne, habe ich nicht. Okay. Machen wir lieber die Flasche in die Hand. Und damit kann man nichts kaputt machen. Keine Blöcke und man kann auch keine platzieren. Yep, sehr gut. Erdgeschoss-Lobby, genau. So, ich habe hier auch ein bisschen beschriftet. Hier Notfallschacht. Etage 1, Lobby oben. So, wir gehen jetzt aber in die nächste Etage. Obwohl, warte mal, nein, wir gehen noch nicht in die nächste Etage. Aber ich bin jetzt zu faul, die Treppen zu laufen. So. So kann man das auch machen. Also, das kann man machen, wenn man zu faul ist. Und zwar waren wir ja gerade eben im Computerraum, wo man die Beleuchtung regeln kann. Wir gehen da jetzt nochmal rein. Und jetzt legen wir mal diesen Hebel um. Oder warte mal hier. Das hier ist ein Hebel für diesen Raum. Den lasse ich mal eben an. So, Beleuchtung Lobby. Wer nicht weiß, was passiert... Nee, wer weiß, was passiert, wenn ich den hier umlege, der bekommt von mir ein Eis spendiert. Nee, eigentlich steht das ja da, Beleuchtung Lobby. Jetzt mache ich das aus. Jetzt sieht es hier stockfinster aus. Und auch die Lampen hier oben sind auch alle aus. Hier ist alles verdunkelt. Natürlich, die von der Cafeteria, Blumenladen, die sind alle einzeln steuerbar. Deshalb habe ich die, ja, nicht
nicht mit dem Haupthebel steuern lassen. So. Das Video ist jetzt schon 10 Minuten lang. Das so. So, dann machen wir das mal wieder an. Und hier Beleuchtung, Flüre, alle Etagen. Das zeige ich euch auch mal eben. Ja, yep. So. Denn jetzt gehen wir in die zweite Etage nach oben. So, indem wir das Treppenhaus nehmen. Dieses Gebäude hat leider keinen Aufzug. Nee. Muss man alles mit den Treppen nehmen. Oder man ist halt im kreativ und fliegt den Notfallschacht hoch. Das kann man ja auch machen. So, mache ich jetzt mal. So, Etage 2, Büros. Und jetzt sehen wir, es ist stockfinster. Warum? Weil wir unten den Hebel für die Flüre ausgeschaltet haben. So, deshalb gehen wir mal eben wieder runter und legen den wieder zurück. So. Und dann ist das Let's Show auch beendet. Und wir fangen mit dem Bauteil an. Und es wird Nacht. Jep, die habe ich aktiviert jetzt. Den Konferenzraum brauche ich euch nicht zu zeigen. Aber mache ich mal eben. Upsala. So, hier. Der ist immer noch genauso wie beim letzten Mal. Die Druckplatte ist auch noch da vom letzten Mal. Also, ja. Sehr gut. So, fliegen wir mal eben hier hin. Und machen den Beleuchtung für die Flure an. So. So. Der Hebel war es. So, Beleuchtung, Flüre, alle Etagen. Genau, denn dieser Hebel ist für alle Etagen zuständig. So. So, dann gehen wir mal hier hoch. So, dann noch eine Etage höher. Nämlich hier. Etage 2, Büros. Und et voilà, das Licht ist an. So. Dann gehen wir nicht in die Büros 3, wir gehen, okay, wir gehen in die Büros Nummer 3 halt, wenn wir schon zufällig das fokussiert haben. Und jedes Büro ist gleich, also PC, Dokumente, PC, Dokumente, PC, Dokumente. Und es gibt in jedem Raum 5 PCs, außer in den Büros 2, da sind nur 2 PCs, aber in allen anderen sind jeweils 5 PCs. So. Mit diesen Stühlen. Hier ist das Licht einzeln steuerbar. Und in jedem Einzelbüro ist das Licht auch einzeln steuerbar. So. Und das ist auch hier. Das heißt, wenn jemand hier, jetzt ist zum Beispiel hier der Student Jonas, der arbeitet jetzt hier. Dann macht ihr ein Creeper das Licht hier aus. Das Licht bleibt ja noch an. Also das ist, damit man zum Beispiel nicht abgelenkt wird. So, das war's dann zum Let's Show. Jetzt zeige ich euch mal eben den Büros 2 Raum. Denn der hat nur 2 PCs. Ich glaube, ja, genau, das war dieser Raum. Der hat nur 2 PCs. Ansonsten sind alle PC-Räume gleich. Also Büroräume. Hier Boden, Wand, Decke, alles gleich. So. Dann gehen wir mal nach oben. Hier Notfallschacht wieder. Und hier sind wir dann oben angekommen. Und eigentlich wollte ich das Ganze jetzt schon befüllt haben. Habe ich jetzt aber nicht getan. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Und ich habe diese Säulen hier noch nicht entfernt. Das werde ich dann außerhalb des Videos noch machen. Und falls wir dann nicht genug Platz für Redstone, obwohl unter einem im Schwimmbad ist ja eigentlich nicht so viel Redstone. So, ich nehme mein iPad jetzt einfach mit und gehe dann in mein Zimmer und hole mir ein Blatt Papier, damit ich das Ganze hier aufschreiben kann. So, es tut mir jetzt leid, dass ich das vorhin nicht gemacht habe. Hier bin ich in meinem Zimmer. Hier hört ihr auch wieder dieses Echo. Ja, denn in meinem Zimmer ist kein, da ist kein Schalldämpfer an der Decke. Das ist nur hier im Wohnzimmer, wo ich jetzt wieder bin. Und jetzt hört ihr das Echo auch nicht mehr. So, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viel Krach gehört. Ansonsten tut es mir leid. So, und wir haben nicht mal eine Minute damit verplempert. Das ist sehr gut. So, dann packen wir mal das iPad hier so hin. Okay.
Dann lassen wir uns mal hier runterpurzeln. Und ich fülle das mit Eisenblöcken. So, Slash. Nee, Set World Spawns. Was wir erstmal brauchen. Denn wir brauchen zuerst die Koordinaten. 888. 94. 196. So, und Eisen hat keine Zahl. Wie im letzten Part, da habe ich so gut wie 20 Minuten nach diesem Wolle 8 gesucht. Für diese hellgraue Wolle. Das war echt doof. Und es tut mir auch immer noch leid. So, Slash Set World Spawn. Übrigens, die Commands, die sind im Deutschen auch Englisch. Das ist einfach so wegen Technik halt. Ja. Ist auch bei der PC-Version so. Also, das glaube ich jetzt mal. So, dann gehen wir mal hier aus dem Weg. So, dann lassen wir mal den Fill-Command arbeiten. So, Slash Fill 888 94 196. So, dann 850 94 163. Sehr gut. Und jetzt Iron Block. Da sehen wir es schon. Ich habe es gerade da. Block. So. Und jetzt Enter. Und da sind sie, die Eisenblöcke. So. Nun müssen wir rein ins Gebäude. Also ich finde jetzt mal, ich glaube, das Treppenhaus ist in etwa hier. Voll verfehlt. So, und jetzt brauche ich diesen Trank. So, damit wir auch nach wie vor etwas sehen können. So, das hier habe ich für die Wohnung dort, das Haus, was ich vorhin erwähnt habe, gebraucht. So, diese gefärbten Töne. So, das hier ist hier drüber. So, dann müssen wir mal das Ganze hier entfernen. Ups, nein. Dead Eisenblock dort nicht hingehören tun. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7. So, ne? So. Dann muss ich hier hin und ja, passt. Sehr gut. Oh. So, dann gehen wir mal zu diesem Block und ja, sehr gut. Oh. Das habe ich nicht gewollt. So, dann gehen wir mal eben hier hin, so. Und machen diesen Block hier weg. Dann gehen wir noch einen zur Seite. Denn hier ist noch Redstone-Technik. Und die muss ja auch noch irgendwie durchkommen. Damit wir die Flüre zum Beispiel beleuchten können. Hier ist übrigens hier. Das hier ist die Technik hinter dem Schalter. Also der hier beleuchtet die Flüre hier. Da. Ihr seht auch alles mit Seelaternen befüllt. Und das hier ist die Beleuchtung der Lobby. Und hier seht ihr auch die Lampen. Und die beiden sind noch nicht angeschlossen, weil ich nicht weiß, was ich damit machen will. Jo, aber ja, eine Dachbeleuchtung wird auf jeden Fall drin sein. Also, ja, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, was da alles kommt. Natürlich könnt ihr euch wahrscheinlich nicht auf den Download freuen, denn ja, ich weiß nicht, wie man sowas für die Pocket Edition macht. So, und hier habe ich überall Obsidian gemacht. Warum? Weil dieses Gebäude vielleicht auch anfällig für Brände sein wird. Und deshalb wird das Obsidian auf jeden Fall das Feuer abhalten, auch wenn die Eisenblöcke das auch schon tun. Aber die werden außerdem noch Explosionen standhalten. Und da man die so oder so nicht sieht, werden die das Gebäude nicht hässlich machen. Und hier wird übrigens... Ach, Mann. Und hier unten wird übrigens noch eine Tür zum Eingang sein, damit, falls ein Fehler vorliegt, damit sie etwas verändern können. Und hier seht ihr auch die Redstone-Blöcke für das Ganze, was dort steht. Für die Lampenleisten dort. Und die Sonne geht wieder auf. Das ist sehr schön.
So, dann haben wir das hier schon mal freigebuddelt. Dann, so. Also, der Ausgang wird hier. Der Ausgang ist ja hier, ne? Ja, genau. Der Ausgang ist hier. So, das hier ist der Ausgang. Das heißt, hier werden die Half-Slabs sein. So, genau. Das Treppenhaus werde ich jetzt nicht bauen. So, hier ist dann die Tür. So, hier, da. Ja, so. Genau. So, dann bauen wir mal eben so den Rahmen hin. Nehmen mal eben so die Tür, so. Ich mache es auch mal eben so. In eine bequemere Position auf dem Sofa. Ach, wir haben schon 20 Minuten verplant. Meine Fresse. Okay. Also ich will das Dings da hier fertig schaffen. So, ja. Also das erste Becken auf jeden Fall. So, dann kommt man hier zu den Umkleidekabinen, würde ich hier sagen. Und zwar ist es in vielen Schwimmern so, Schwimmbädern so gebaut, dass man eine Durchgangskabine hat. Nee, so will ich das hier nicht bauen. Ich will das so bauen wie in den Toiletten, dass man sich so einschließen kann. Also da unten in der Lobby, in der ersten Etage, also nicht im EG, sondern in der ersten Etage, da gab es ja diese WCs und so kann man sich dann hier auch einschließen. So. Es sollen nicht zu viele Kabinen sein. Nee, das soll natürlich eine Eisentür sein. Und, warum fliege ich immer hoch? So, weg mit den Blöcken. Also, hier. Die Kabinen sollen ausreichend groß sein. Also, so groß. Ja, das reicht auf jeden Fall als Größe aus, diese zwei Blöcke. So, dann kann man hier auch einen Hebel hinpacken. Ich weiß nicht, warum ich immer auf den Hochfliegen-Button drücke. So. Und dann packen wir hier einen Hebel hin. Nehmen wir eine Eisentür und packen die hier hin. So. Nee. Wir packen die so hin. So, ne? Ja, genau. So wollen wir das haben. Beziehungsweise so will ich das haben. So. Und dann bauen wir das gleiche hier nochmal. So. Hier ist dann ein Block Abstand zum... Ja, sehr gut. Das passt sogar. So, dann packen wir überall die Türen hin. So. Und wir brauchen natürlich noch eine Sitzbank. So. Die würde ich dann... Nee. Hier darf... Nee, hier ist keine Sitzbank. Obwohl, wir können ja hier... genau. So, dann ziehen wir hier noch eine Wand. Beste Idee ever. So. So. Genau, dann haben wir auch eine Sitzbank hier eingebaut. Ja. Und ich merke gerade, wir müssen die Wände eben höher ziehen. Das war das Problem, was ich vorhin meinte. Denn man kann in die anderen Kabinen einfach reinklettern. Oder man könnte auch gucken. Das wäre natürlich nicht gut. Naja, ich denke jetzt mal, dass man nicht auf die Tür drauf springen kann. Doch könnte man eigentlich. Oder? Oh, das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Das heißt, über die Tür muss auch noch ein Block. Sehr wichtig. Denn wir wollen hier nicht, dass einige Kabinen von ein paar Griefern jetzt einfach mal eben ausgeschlossen werden.
So, denn es gibt bestimmt solche Typen, die sowas machen. So. Minuten. So, also diese Let's Baus sind schon wirklich sehr lang. So, dann müssen wir noch überall natürlich einen Hebel hinpacken. Und Wäsche-Dings da. Und Spinde. Spinde brauchen wir natürlich. Ja, den Wäsche-Dings da mache ich jetzt einfach eben mal. So, mit den Tripwire-Hooks. Hier Stolperdrahthaken. Hätten die nicht einen einfacheren Namen nehmen können? So, damit man dort auch seine Sachen jeweils aufhängen kann. So, das hier sind dann die 5 Umkleidekabinen. Ich denke jetzt mal, dass nicht mehr Leute im Schwimmbad sein werden. Es wird hier eh nur ich sein. Ne? Ja. Ja. Also. Also ich gebe mir auch ziemlich viel Mühe, das Ganze hier schön zu bauen. Natürlich kriege ich das jetzt hier nicht hin. Man kann da reingucken. Das ist nicht gut, aber das muss man halt selber wissen, dass man das nicht darf. So, dann, ja, Spinde war das nächste Thema. So, und das kommt meiner Meinung nach hier ganz gut hin. So. So, hier dann so eine ganze Reihe von Spinden. Und von denen muss es natürlich sehr, sehr viele geben. So. Okay, so viele sind es jetzt auch nicht. Nee, das muss versetzt sein. Ach. So, dann kommen der Dropper hin, wo man die ganzen Sachen dann reinpacken kann. Auswurfblock. Was ist das denn für ein Name? Upsala. Oh. Aber man kann dann ja 2 Spinde öffnen. So, nein. Nein. Das ist jetzt einfach nur Deko. Denn man kann ja eh hier hochspringen. So, dann kann man hier zugreifen. So. Sehr gut. Dann könnten wir mal hier ein bisschen so sneaken, damit man hier auf die Blöcke... Ich platziere die Blöcke mal wieder viel zu schnell. So, ich glaube, jetzt brauche ich das Sneaky Stuff nicht mehr, genau. So, und dann ist das auch schon gelöst mit dem Spind. Sehr gut. Das ist natürlich nur Deko. Und dann können wir schon gleich mit dem ersten Becken anfangen. So, erstmal müssen wir natürlich bestimmen... Oh Gott, leckt das hier. Es ruckelt hier. Nee, das ist ein zu dünner Gang. So. Ah, nee. Hier ist dann schon Ende. So. Nein. So, da ist dann Ende. Bei den Spinden hier. Dort fängt dann nämlich schon das Schwimmbad an. So, Eingänge gibt es 2. Einmal hier, upsala. Und einmal hier. Oder? Ne? Nee, falsch. Denn der muss nämlich identisch sein. So, genau. So sieht es dann hier aus. So.
So, später wird es hier natürlich noch eine Beleuchtung geben, etc., ne? Also auf jeden Fall wird hier viel in dieser Welt passieren. So, und dort habe ich schon eine Idee, was ich für eine Tür hinpacken werde. So, hier ist der Eingang zur Damendusche und hier ist der Eingang zur Herrendusche. So, denn man sollte ja möglichst sauber in das Schwimmbad reingehen. Also ich denke mal, dass das eine gute Idee wäre. So. Dann nehmen wir... Ach, es sind schon 30 Minuten vergangen. Ach, egal. So. Und so. So. Hier wird dann noch die Dusche sein. So, die werde ich dann selber bauen. Das ist nämlich relativ langweilig. So. Nee, so viel Platz brauchen die Duschen nicht. Puh. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es alles so lange dauert. Ne, also ihr seht schon, wie viel Arbeit das Ganze hier ist. Und wir haben alles, was wir geschafft haben, ist das hier. In 15 Minuten. Dauert schon eine Zeit. So, hier irgendwo ist dann die Mitte. Ich glaube hier, aber das ist jetzt erstmal egal. So, hier ist dann der Eingang zum Schwimmbad selbst. So, es wird wieder Nacht. Dann können wir ja mal hier die Aussicht von außen. Oh, sieht das schön aus. Okay, aber nee, wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Wir bauen jetzt das erste Becken. Und das ist hier. Hier, das ist ein relativ kleines Becken. Für die kleinen Kinder. Nur ein Block tief soll es sein. Fehlt ein Block. Ich glaube, ich habe ihn gerade eben rausgerissen. So, ich nehme jetzt auch wieder den Trank hier. So. So, wie weit habe ich das dort gebaut? Bis zur Tür. Genau, so. Also in diesem Part ist schon natürlich viel, viel mehr passiert. Also hoffentlich findet ihr das auch so. Was reiße ich die ganze Zeit die Obsidianblöcke hier unten raus? Okay, dann füllen wir das Ganze hier mit Eisen aus. So, machen wir den wieder weg. Der ist nämlich überflüssig. Upsala. So bauen wir das hier so in so einer Spirale auf. Es macht richtig Spaß, dieses Schwimmbad zu bauen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, wo ihr da zuschaut, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Mir macht YouTube generell Spaß. Nein! 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 Habe ich gesagt. So. So, das sieht dann schon mal ziemlich gerade aus.
Ja. Das ist dann hier das erste Becken. Juhu! Yay! Wuhu! So, hier kommen natürlich noch weitere Dinge hin, wie zum Beispiel... Wie zum Beispiel eine Rutsche wird natürlich bei den Kindern sein. Es wird auch noch ein tiefes Becken geben. Wie heißen die Dinger nochmal? Diese... Meterbretter, wo man runterspringen kann. Also, ja. Jo. Auf jeden Fall wäre es das gewesen von diesem Part. Im nächsten Part wird das Schwimmbad wahrscheinlich dann schon fertig sein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Part hat euch mehr gefallen als der letzte. Ich hoffe, er hat euch überhaupt gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Und ja, ich sehe euch in einem anderen Video. Tschüss!